Erstmal einen ordentlichen Schluck nehmen hier. Bevor die Scheiße hier wieder losgeht. Das Gute ist, man sieht nicht, was drin ist in der Tasse. Auch schon wieder alle, ey. Ja, finde ich ganz geil, ne? Haben die Jungs geschenkt, weil sie gesagt haben, ne? Uwe, für deine ruhige, besondere... Anne! Hast du eigentlich schon einen Impftermin? Nicht? Das kann ich mir vorstellen. Die Gruppe der nichts kapierenden Volltrottel, die kommt ganz am Ende dran. Endlich haben wir mal so ein paar Sachen wieder so ein bisschen auf, ne? Fitnessstudio, ne? Ich zu meinen Jungs, alle angerufen, 10 Uhr treffen wir uns bei uns am Studio, fit im Schritt. Ne? Um 10 Uhr die Hälfte da. Mein Stefan kommt schon aus dem Studio und sagt, Trainer, wir können wieder gehen. Ich habe Kleingeld hier für einen Kippenautomat gewechselt. Hermann, ein Schnitzel weniger wäre auch mal gut. Was ist das denn? Ach so, hier. Sprachnachricht. Warte mal. Hi Uwe, hier ist der Dieter. Hör mal, mir hammermäßig geil, dass du neuer Bundestrainer wirst. Dann brauche ich ja keine Castingshow mehr machen. Lieben Gruß auch an deine Frau, ne, die Gudrun, die Sherry Sherry Lady. Bundestrainer? Was heißt denn hier Gudrun, die Sherry Sherry Lady, nur weil die immer gerne Moncherie isst? Ne? Aber pass auf, dem schicke ich eine zurück, ey. Dieter, grüß dich. Danke dir nochmal für deine Nachricht. Du suchst ja schon seit Jahren den Superstar aus Deutschland. Und ich kann dir sagen, bei mir in der Mannschaft findest du ihn auch nicht. Anne! Hast du während Corona heimlich trainiert? Nicht? Das sieht man. Mein Andi war im Fitnessstudio, ne, beim Yoga, ist direkt aus dem Kurs geflogen. Erste Übung war, mache eine Kerze. Ne? Dem Andi hebt den Bein, lässt einen fahren und sagt, ja, war eine Duftkerze. Hermann, ein Schnitzel weniger wäre auch. Und nicht schon wieder jetzt hier. Das. Ja, Sprachnachricht. Hi Uwe, hier ist der Florian Silbereisen. Das wird richtig toll, wenn du Bundestrainer wirst. Dann kommst du mit deiner Gudrun zu uns aufs Traumschiff. Ich freue mich auf deine Ansage. Auf der Brücke. Oh, ey. Mit meinen Gudrun aufs Traumschiff. Dann kriegt ihr nicht nur feuchte Augen. Ansage auf der Brücke. Was soll ich denn sagen? Florian! Backbord und Steuerbord kannst du genauso auseinanderhalten wie Timo Werner rechts und links. Ne? Hier schön hat die Helene Fischer, die Ex-Olle, auf dem Oberarm tätowiert. Würde ich das mit meiner Silvia machen von 72, da wird mein Gudrun mir aber eine Ansage machen. Mann, ey. So, Handy jetzt erstmal schön hier in der Hosentasche, ne? Lautlos und schwäbischer Vibrator. So. Ja, fangen wir mal an. Bundesliga, ne? BVB zurückgekommen in die Champions League. Eine Runde weiter, ne? Nach der Niederlage gegen Bayern. Knallgas, Haaland wieder getroffen. Richtig gut, ne? Ja, bei Gladbach, der Eberl, der schreibt mittlerweile offene Briefe an die Fans, ne? Offene Worte wären vielleicht mal besser gewesen. Und wenn du das die... Jetzt schon. Gottes Willen. Wieder hier. Hey Uwe, du Trottel. Bei uns auf Schalke schön absagen, aber jetzt einen auf Bundestrainer machen. Mann, ey, der Hüpp, was labert der für Bundestrainer? Der geht mir richtig auf die Eier, ne? Der Holländer, ne? Wie nennt Holländer Grillanzünder? Anmachblockiers. Ja, merkst selber. Kein Mensch ernst nehmen, Mensch. Ferdinand, nächstes Mal, wenn wir im Fitnessstudio sind, ne? Stell dich aufs Laufband und häng nebendran einen Aschenbecher. Ja, und beim HSV, ne? Da spiegelt sich die Saison im Prinzip so wieder. Jetzt. Wieder, ja. Nochmal, ey. Was ist hier heute eigentlich los? Ey, kommst du nix? Lieber Uwe, da Sie denselben Gesichtsausdruck wie ich haben und als System die Raute spielen, freue ich mich, ab Sommer als Nationaltrainer Sie begrüßen zu dürfen. Ihre Angela Merkel. Was? Die war die Bundeskanzlerin. Boah, ey, ganz ehrlich. Jetzt langt. Jetzt rufe ich beim Yogi an. Ich hab keinen Bock mehr hier drauf. Den. Ah, geil. Ja, geht nicht ran. Das kann ich mir vorstellen, ey. Ja, Yogi Löw. 2004 ging's los als Co-Trainer beim DFB. Ne? 2004, ey. Aber Toni Kroos noch in der B-Jugend bei Hansa Rostock. Gerhard Schröder war Bundeskanzler. Ja, sicher. Hier, hol mir mal eine Flasche Bier, sonst streike ich hier. Ne? Der Hit war damals hier,
Dragos da Dinte hier. Maya, hi, Maya. Das war ja. Das war noch Zeiten, ey. Es ist vorbei. Ach, ja. Bei Nationalmannschaft. Jogi, Videoanruf. Es ist vorbei. Jogi! Hallo, Uwe. Glück auf. Ach. Du sag mal, die sagen hier alle, ich soll Nachfolger von dir werden. Bundestrainer, was ist denn da los? Es tut mir leid, dass ich mich jetzt erst melde. Und bei den Gerüchten um meine Nachfolge herrscht bei mir auch Explosionsgefahr. Du bist für mich natürlich ein Top-Kandidat. Ja, hör mal, Jogi, ich verstehe ja, dass du bei mir anrufst. Ne, ist ja klar, ist erste Wahl. Ich meine, du hast hier unsere Rückrunde auch gesehen, was ich hier so geleistet habe. Warte mal kurz. Anne! Nur weil du letzte Woche beim Friseur warst, heißt doch lange nicht, dass ich jetzt hier die Schere auspacken muss. Mann, ey. Sorry, Jogi. Pass auf. Also, wenn ich das wirklich machen soll mit dem Bundesliga, wann soll denn losgehen? Also das wäre direkt nach der Europameisterschaft. Mhm. Geht auch ein bisschen später vielleicht. Wie bitte? Also im Juli diesen Jahres. Weil ich habe jetzt direkt nach der Europameisterschaft habe ich mit meinen Jungs Trainingslager gebucht auf Mallorca. Ne? Und du kriegst ja momentan nichts zurück wegen Reiserücktritt. Das ist alles ganz schwierig. Und das sehe ich als eher problematisch. Ah ja, siehst du eher nicht. Aber Kompromiss, ich bringe den Stefan, den Aki und den Hermann, das sind Talente, die bringe ich einfach mit. Die können ja dann einfach mit trainieren bei der Nationalmannschaft. Hallo? Ja, geil, ey. Bild weg. Komm, versuch nochmal anzurufen. Das ist... Kein Anschluss unter dieser Nummer. Ja. Wohl nicht so gut die Idee, das war's wohl mit... Auch kein Nationaltrainer. Scheiße, ey. Stefan, Andi und Hermann und der ganze Rest vom Eierfest. Nur wegen euch werde ich kein Bundestrainer. Mann, ey. Scheiße. Kein guter Vorschlag da mit dem